Hallo, ja, grüß Gott. Tag. Ja, eine Zeichnung, eine schöne. Haben Sie es hängen? Warum haben Sie es nicht hängen? Weil es ja nicht gerahmt ist. Erstmal ist es nicht mein voller Geschmack gewesen. Okay. Und ich habe es also einfach gefunden im Nachlass meines Großvaters. Ja. Hatte mich interessiert, weil ich weiß, dass er bei den Wandervögeln gewesen war und so. Ich dachte, das gäbe einen Zusammenhang. Ja. Da steht ja ein Name drauf, unten Max Ackermann. Kann es sein, dass Ihr Großvater den gekannt hat? Das ist, also die lebten in derselben Gegend. Also mein Großvater war in der Zeit im Umfeld von Stuttgart, hat da gearbeitet, Stuttgart, also in den 20er Jahren. Ja, ja. Ob das jetzt in diese Zeit auch schon da war, weiß ich nicht. Aber Max Ackermann hat auch in Stuttgart gearbeitet. Und ich weiß, dass mein Großvater mit einem anderen Künstler lebenslang befreundet war. Also jetzt muss man ja nur sagen, dass der Max Ackermann normalerweise für eher abstrakte Arbeiten bekannt ist. Mhm. Es handelt sich offensichtlich um ein Frühwerk. Und das ist oft ganz interessant, wenn man sieht, aus welcher Situation, aus welchem Lebensgefühl heraus dann Künstler sich entwickeln. Weil hier sind wir in den 20er Jahren in einer Art Neo-Idylle, Neo-Romantik, die dann nach dem Ersten Weltkrieg offensichtlich notwendig war, nach der großen Katastrophe. Und hier wird ein Lebensgefühl vermittelt, das jetzt nicht mit der Realität zu tun hat. Das ist richtig. Aber es ist wohl auch so, dass Max Ackermann, und das ist ja hier auch monogrammiert und datiert 21, im Jahr 1921 nicht mit der abstrakten Kunst in Berührung gekommen ist. Denn er hat ja bei Adolf Hölzel gelernt in Stuttgart, der ein Pionier der abstrakten Malerei ist. Mindestens genauso wie Wassily Kandinsky. Also, und er war fasziniert von den Lehren Hölzels. Und wenn ich schon gerade den Namen Kandinsky erwähne, dann fühle ich mich, wenn ich das jetzt so sehe, so von Ferne auch an diese Murnauer Landschaften erinnert, wenn da hinten so Berggipfel blitzen, wo dann dahinter so Strahlen auftauchen, die, wo jetzt die Frage ist, ob das nur Sonnenstrahlen sein sollen oder vielleicht Freude. Auch Abbilder. Freudestrahlen auch. Freudestrahlen und Abbilder vielleicht auch der spitzen, hellen Tons einer Flöte, die da erklingt. Also sodass da irgendwo synästhetische Verweise drin sein könnten in einer solchen Zeichnung. Stilistisch sind wir ein bisschen im Art Deco. Also ein typisch junger Künstler, der einiges gesehen hat, einiges gelernt hat. Natürlich sind das schon Ansätze abstrakter Malerei, der aber ganz noch im Stil des Art Deco, also der frühen 20er Jahre, hier eine Welt erstehen lässt, die jetzt nichts mit der damaligen Realität zu tun hat. Ein Querflöte spielender junger Mann, der noch dazu seine Idealität dadurch zum Ausdruck bringt, dass er auf eine Art und Weise steht, wie er gar nicht stehen könnte. Nicht? Dieses Schräg, das ist die künstlerische Freiheit. Hier wird versucht, Musik auch in Form und Bewegung darzustellen. Eine sehr körperbezogene, eine sehr, sehr bewegungsbezogene Art der Malerei. Eine Haltung, die den Künstler ja immer wieder beschäftigt. Das ist ein sehr wichtiges Stichwort, Bewegung. Ist Ihnen der Name Rudolf von Laban in diesem Zusammenhang schon einmal begegnet? Der ja ein Tanztheoretiker ist und ein Choreograf, der mit dem klassischen Ballett nicht mehr viel anzufangen wusste und nach neuen Bewegungsformen gesucht hat, der Industriearbeiter in ihren Bewegungen beobachtet hat, psychisch Kranke beobachtet hat. Und es könnte ja sein, dass dieser Rudolf von Laban, der Einfluss auch in Stuttgart gearbeitet hat, und Max Ackermann sich irgendwo getroffen haben in einer Verbindung solcher Bewegungsstudien. Der eine als Theoretiker, der andere als Künstler. Und wenn wir uns das jetzt anschauen auf dieser Radierung, die auch von Ackermann ist, und diese tanzenden Figuren, diese Ausdruckstänzerinnen, wie das damals hieß, da gab es ja die Wiesenthal zum Beispiel, die genauso in England, die Isadora Duncan war ja auch eine, die sich dem klassischen Ballett dann immer mehr entfernt hat. Auch der Russe Diaghilev in Paris hat dann Ballett gemacht, das nicht mehr das Klassische war. Das spielt alles zusammen. Aber hier sehen wir eine ganze Vielzahl von Bewegungsstudien auf dieser Radierung, die diesen Ausdruckstanz im Sinne des Labern zum Inhalt geben. Und diese Blätter sind vom selben
vom selben Geist getragen, nicht? Diese Zeichnungen. Dieses etwas, sich von der, ich sag's noch einmal, von der Realität entfernende, sich verträumende, neoromantische, eine wirkliche Antwort der Künstler, es war eine mögliche Antwort der Künstler auf die Katastrophen dieses Ersten Krieges. Man wollte mit der Realität nichts mehr zu tun hat und hat sich in neue Welten begeben. Es ist direkt ein tanzender Strich, mit dem er diese Figur aufbaut. Also das, der verinnerlicht das geradezu, diese Bewegung, auch im einzelnen Strich. Also ist sehr gekonnt gemacht, würde ich sagen. Schöne Blätter, ein bisschen muss ich sie rügen, obwohl es mir nicht zusteht. Der Zustand, ich würde Sie also zu einem Papierrestaurator bitten, dass Sie gehen und das herrichten lassen, glätten lassen, vielleicht auch in ein Passepartout. Vom Preis her, eine Radierung wie diese, die ja hochinteressant ist, weil sie eben auch diese Geschichte transportiert, hat heute vielleicht einen Preis von 200-300 €. Das ist nicht so. Aber schon Zeichnungen wie diese mit dieser Qualität und mit diesem tänzerischen, mit dieser Bewegung, mit diesem wirklich qualitätvollen Komposition, würde ich heute durchaus 1200-1500 € pro Stück ansetzen. Und da zahlt sich's aus, dass man es ein bisschen restauriert. Also, schön herrichten, aufhängen, Freude haben. Aber nicht ins Tageslicht. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zeigen.